Für den Kitzbüheler Skiclub ist das österreichische Bundesheer seit 1956 ein verlässlicher Partner. Und es ist unglaublich, wie die Soldaten eine gute Ausbildung haben, um sich hier sicher in dem steilen und vereisten Bereich auf der Streifen ganz zu bewegen. Pistenmanagement, das ist die Hauptaufgabe. Wir haben traditionell 100 Soldaten im Einsatz mit ihren Kommandanten, also rund 16 Kommandanten, die da dabei sind. Und im Notfall können wir das bis auf 150 aufstocken. Also Kitzbühel ist ein ganz besonderer Ort. Das Hahnenkammrennen ist weltweit eine Attraktion sondergleichen. Und heute ist mir eine ganz besondere Freude, als erste Verteidigungsministerin der Republik Österreich, denjenigen Danke zu sagen, die dafür sorgen, dass die Pisten so perfekt sind, wie sie sind, unseren Soldatinnen und Soldaten. Und in diesem Sinn bedanken wir im Namen des Kitzbüheler Skiclub herzlich für diese langjährige Zusammenarbeit und hoffen und freuen wir auf die Zukunft.